So, dann machen wir auch weiter mit der nächsten Mission. Irgendwo außerhalb Berlins bereiteten sich Wolf und seine Russen vor, London auszulöschen. Aber ich hatte immer noch keine Ahnung, wo der Startplatz war. Ich wusste, wo Wolfs Büro war, im Herzen der Stadt. Und wenn ich dort nicht finden konnte, was ich brauchte, würde ich die Antworten vielleicht in einem Regierungsministerium in der Nähe finden. Die Schlacht von Berlin war jetzt auf dem Höhepunkt. Auf jeder Straße wurde gekämpft, Scharfschützen auf jedem Dach, Panzer auf allen Brücken und Plätzen. Die Deutschen verbrannten ihre Dokumente, damit sie nicht in russische Hände fielen. Ich musste mich beeilen. So, jetzt sind wir auf der Map. Okay, wir gehen jetzt da, kommen von oben, müssen von der Karte aus gesehen rechts, dann wieder runter, links und dann kommen wir zum Punkt. Optisch gesehen, von uns aus, von der Figur aus gesehen, ist es ja eigentlich praktisch links hoch, dann erste Kreuzung rechts, dann wieder die nächste Kreuzung rechts und dann wieder links an der Ecke und dann kommt man auf den Punkt und dann haben wir 1, 2, 4 Plätze zum Snipern. So. Naja, wir nehmen jetzt einfach mal so ein Textgewehr und fertig ist. Da stehe ich. Kann ich nicht schon anfangen, hier irgendwas wegzusnipern? Er ist hier. Was macht man hier? Table Dance oder was? Was war das denn? Steht da oben. Nicht mit mich, Kollege. Hab's gerade noch gesehen. Aber ich glaube, da drüben ist auch gleich ein Scharfschütze auftauchen. Alter, bleib doch mal stehen, du Hund. Aber aus Auto in die Luft jagen. Da bist du doch. Du Affe. Da kommt bestimmt gleich noch ein Schwung, glaube ich. Zeig doch. Da wollte ich gerade ducken, die Sau. Ich glaube, da kommt aber gleich noch ein Panzer, oder nicht? Oder von rechts kommen sie gleich. Weltrekord 300. Ich bin nix feind! Ich bin Freund und Helfer!
Alter, ich schieße ja mehr daneben als alles andere hier. Muss ich. So, da muss ich ihn vorgesagt haben, wo muss ich ihn überhaupt hin? Ah, da gibt's. Mann am Boden. Angefallen. Wer war das? Sichert das Gebiet! Da drüben! Hallo? Ach, da unten! Komm raus, Scharfschütze! Nachladen! Ich werde dich finden! Echt? Ich hasse, dass ich immer permanent immer laufe. Verreck doch einfach. Du Affe. Du wirst doch eh gleich sterben. Wir werden angegriffen. Achtung! Really, man? Man sollte keine Granate schmeißen, wenn ich da stehe mit einem Scharfschützengewehr. In Deckung! Verteidigungspositionen! Ich weiß, dass du da bist! Wenn du weißt, dass ich da bin, warum läufst du und schießt du nicht? Okay, das war halt ein Zufall. Weil ich wollte gerade sagen, ich werde mich hier nicht drum kümmern, um komplett Gold oder Flaschen zu suchen. Wenn ich natürlich sehe, nehme ich sie mit, wenn nicht, dann nicht. Ich habe früher hier in der Nähe gewohnt. Willst du nach dem Krieg wieder zurück? Wenn auch was übrig ist. Wir werden angegriffen! Mann am Boden! Scharfschütze! Ernsthaft? 6 Schüsse daneben! So geht's auch.
Wollte ich gerade sagen, irgendwo läuft noch einer. Wäre schön, wenn man noch einen Schuss im Magazin hat, dann kommt diese, ist, weiß ich jetzt mal, die Killcam, dass er in dem Augenblick aber auch schon nachladen tut, in dem Augenblick, wo die Killcam läuft. Mein Ohr juckt am Rücken. Das Zimmer verwüstet. Alle Papiere gestohlen oder verbrannt. Aber es musste hier etwas Hilfreiches geben. Es ist ein alter Trick, aber ein guter. Treffer. Das musste Wolfs Fluchtplan sein. Aber vor meiner Verabredung mit diesem Wahnsinnigen musste ich den V2-Start aufhalten. Hier fand ich keine Hilfe. Meine einzige Chance, das Ministerium auf der anderen Seite des Platzes. Wollte ich gerade sagen. Jetzt haben wir auch ein paar Scharfschützen auf dem Dach. Ich glaube, da hinten ist auch irgendwo einer. Gleich. Oder da? Keine Ahnung. Wenn der erste nicht sitzt, trifft aber der nächste.
Die Karte zeigte alle möglichen Startplätze rund um Berlin. Nur einer war noch in Betrieb. Und auch von den Russen besetztem Gebiet. Köpenick! Das musste er sein. Scharfschütze. Da kommen da noch ein paar Scharfschützen. Noch einer. Sonst noch wer? Ach, da hinten. Treffen muss gelernt sein, ne? Sonst stand, glaube ich, da immer einer. Macht das er ja. Oh. Hoch und mächtig. Ich bin der Meinung, dass uns immer noch auf diesem langen Balkon hier noch ein Sniper war. Weil da ist er offen. Vielleicht kommt ja gleich noch einer. Da vielleicht noch. Nö. Kann ich auch so einen Zeppelin runterschießen? Und wieder eine Mission abgeschlossen. Scharfschützen-Veteran. Okay. Und das heißt, wir müssten denn jetzt noch zwei Missionen haben. Einmal die dafür sorgen, dass die Raketen nicht losgehen und dann halt den letzten, ich sage es mal Anführungsstrichen, Gegner beim Flüchten versuchen platt zu schießen. Vielleicht ist es aber auch eine Mission, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken und wir werden uns dann in der nächsten Mission wiedersehen.